Fraktionsführer der ÖVP ist am Wort, Andreas Hanger. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus. Vielleicht eine Klarstellung. Natürlich hat der Untersuchungsausschuss ein Recht auf Aktenlieferung. Das steht ja überhaupt nicht zur Diskussion. Ich bitte heute nur auch zur Kenntnis zu nehmen, dass wir einen neuen Rechtsrahmen haben, der schon andere Fragen auch aufwirft. Der Verfassungsgerichtshof hat quasi auch dem Untersuchungsgegenstand eine Art Testat gegeben. Er hat gesagt, der Untersuchungsgegenstand ist berechtigt. Er ist heute nur unglaublich breit. Sie kennen meine Aussage dazu. Es ist ein Kraut- und Rübenausschuss, wo wir alles und jedes untersuchen. Das ist Tatsache. Wir nehmen natürlich die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zur Kenntnis. Und zum Zweiten, naja, aber das Recht auch es zu kritisieren, muss ja schon auch noch da sein. Ich meine, wir leben ja in einer liberalen Demokratie. Also sakrosant, alles zur Kenntnis zu nehmen, so kann es ja auch nicht sein. Und wir haben auf der anderen Seite einen neuen Rechtsrahmen auch dahingehend, dass der Verfassungsgerichtshof in einem Erkenntnis festgehalten hat, es ist alles zu liefern, das abstrakt relevant ist. Es ist im Erkenntnis sogar noch weitergegangen, hat damit gesagt, sogar potenziell abstrakt relevant. Wenn ich dann das Nicht-Juristen frage, na was ist das eigentlich abstrakt relevant? Gibt es da Kriterien dazu, wer entscheidet das? Da kommt dann das große Schauen und alle sagen, na ja, nein, das wissen wir nicht, das ist eine neue Rechtslage. Und da kommt ein zweiter Aspekt dazu und den möchte ich schon noch in der gleichen Stärke betonen. Es geht schon auch um Persönlichkeitsrechte. Wenn Aktenunterlagen geliefert werden, wenn die von privater Natur sind, wenn da in Privatsphäre eingegriffen wird, dann ist das genauso ein Recht, das wir schützen müssen. Und das ist schon die zentrale Diskussion, die wir führen müssen. Und ich darf auch wirklich den Verfassungsgerichtshof bitten, andere Juristen bitten, da hier klarer vorzugehen, damit hier nicht diese Unsicherheiten da sind. Und wenn ich kurz auf die NEOS replizieren darf, Herr Kollege Scherak, ich meine, Sie haben tausende Mitarbeiterdaten von der Novomatic angefordert. Der Datenschutzrat hat sofort gesagt, das geht nicht, da wird in die Privatsphäre eingegriffen. Nehmen Sie das bitte auch zur Kenntnis. Und es ist einfach Tatsache, dass Sie mit den unglaublichsten Methoden agieren im Untersuchungsausschuss. Sie leaken Dokumente, Informationsstufe 2, Sie brechen das Recht. Nein, das ist eine ganz andere Situation. Da war Informationsstufe 2, Informationsordnungsgesetz. Am Mittwoch haben Sie noch gesagt, wie wir aus den Medien erfahren haben. Sie haben sogar die Bevölkerung angelogen, weil Sie gewusst haben, dass dieser Leak von Ihnen kommt. Und am nächsten Tag haben Sie es eingestehen müssen. Das ist in Wirklichkeit der eigentliche Skandal, der da im Untersuchungsausschuss passiert. Und eine kurze Replik noch zur Frau Kollegin Tomaselli, das erlaube mir jetzt auch im Sinne unserer Koalitionsräson. Liebe Kollegin Tomaselli, ich würde Sie wirklich bitten, mir zuzuhören, wenn ich etwas sage. Ich habe nicht einmal die Justiz pauschal angegriffen, sondern ich habe mir erlaubt, einzelne Staatsanwälte in der WKStA auch zu kritisieren. Wir haben das übrigens in einer hohen Professionalität gemacht. Wir haben Anfang Mai schon eine Sachverhaltsdarstellung diesbezüglich eingebracht. Ich verwehre mich gegen diesen Vorwurf, pauschale Kritik zu üben, sondern das ist fachlich sehr fundiert. Und das werde ich mir auch in Zukunft nicht nehmen lassen. Da passen Sie endlich einmal auf. Längst gemacht, Herr Kollege Stöckmüller, passen Sie endlich einmal auf, was passiert, aber offensichtlich bekommen Sie nicht einmal mit, was wir hier auch an Akzenten setzen. Das schreibe ich Ihnen ins Stammbuch. Abschließend bin ich dafür, einerseits abzuwägen, das Recht auf Aktenlieferung, das ist uneingeschränkt einzuhalten, aber auch Persönlichkeitsrechte, Privatsphäre zu schützen. Auch diesen Aspekt müssen wir sehen. Und abschließend möchte ich schon noch einmal darauf hinweisen, dass der Bundesminister natürlich Kompromissvarianten gebracht hat, um einerseits die Aktenlieferung sicherzustellen, um andererseits Persönlichkeitsrechte zu schützen. Das wurde natürlich vom Tisch gewischt, das wollte man nicht. Da sieht man, es geht Ihnen nicht um Aufklärung, es geht Ihnen um Skandalisierungen, Unterstellungen, Anpatzen. Mehr ist es nicht. Vielen Dank. Ein Kraut- und Rübenausschuss sei der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Der eigentliche Skandal sei das Leaken von Dokumenten seitens der Opposition, betont der Fraktionsführer im Ausschuss, Andreas Hanger, ÖVP und Kai.